Der Riya, genauso wie er im Handeln stattfinden kann, kann er auch im Unterlassen von Handlungen stattfinden. Also man kann, das, was wir unter dem Riya verstehen, ist, dass man eine Tat praktiziert und damit beabsichtigt, dass man gesehen wird. Der Riya findet aber auch statt im Unterlassen von Handlungen. Du unterlässt eine Ibadah und man begeht damit den Riya. Deswegen sagte Al-Fudayl, rahimahullah, er sagte, Tarkul Ibadah min ajlin nas Riya. Wa fi'luha min ajlin nas Shirk. Wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu minhuma. Handlungen wegen der Menschen zu unterlassen ist Riya. Und sie wegen der Menschen zu tun ist Schirk. Und der Ikhlas ist, dass du von diesen beiden hier bewahrt wirst. Das heißt, wenn beispielsweise eine Ibadah unterlässt, weil er denkt sich, die werden denken, ich mache das nur, um gesehen zu werden. Er sagt, er unterlässt eine Ibadah. Er sagt, die werden sonst denken, ich mache sie nur wegen ihnen. Damit sie das nicht denken, unterlässt er sie. Das ist Riya. Das ist der Riya.